Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich mir mal eine neue Location gesucht. Normalerweise drehe ich fast immer an der gleichen Stelle. Da ist in letzter Zeit aber ziemlich viel los. Hier ist es eigentlich ganz nett. Man sieht hier ein Lager. Das reicht von der Größe für 3 bis 4 Personen. Gut und relativ stabil konstruiert. Definitiv auch schon älter. Der Boden ist relativ matschig. Es hat die Tage viel geregnet. Das sind Chucks und das ideale Schuhwerk dafür. Eine kleine Feuerstelle. Mein Fahrrad. Und hier ist eine Fanta-Flasche aus den 1970er Jahren. Die habe ich zufällig im Waldboden gefunden. Ist noch ziemlich gut erhalten. Sollte unter den Zuschauern ein Sammler von alten Erfrischungsgetränkeflaschen sein. Die Flasche steht zum Verkauf. Der Erlös dafür wird einem gemeinnützigen Zweck gespendet. Gebote bitte in die Kommentare. Hier ein altes Belora-Stativ, 3 Euro vom Flohmarkt, 350 Gramm, ideales Packmaß, reicht für meine Zwecke. In dieser Pouch befinden sich die zwei Hauptdarsteller des Videos. Und hier noch ein bisschen was zu essen und trinken. Hier sieht man den Inhalt der Pouch. Meine Entscheidungsfähigkeit hält sich in Grenzen, deshalb wird hier ausgezählt. Was passiert mit dem ausgezählten Messer? Hierzu ein Ausschnitt aus einem anderen Video. Mal sehen, ob sich Netfos nochmal bei mir meldet nach diesem Video. Ich glaube es ja eher nicht, aber falls doch, dann würde ich das Messer dann wieder an die Zuschauer weiterleiten. Netfos hat mich wieder angeschrieben, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Gleich mal zur Transparenz. Beide Messer wurden mir von Netfos zur freien Verfügung gestellt, deshalb Werbung rechts oben. Ihr seht hier das Modell Manba J mit der Spearpoint-Klinge mit einem Hauch Droppoint. Der Gewinner des Giveaways erhält das Modell Manba T mit der Reverse-Tanto-Klinge. Es geht direkt los mit dem Spineback-Test. Die Aussagekraft ist insgesamt eher gering, aber ich mache das hier trotzdem mal. Witzigerweise rutscht hier der Liner-Lock eher nach innen statt nach außen. Also für diesen Test auf jeden Fall die günstigere Richtung. Vielleicht kommt die Frage auf, warum ich hier schon wieder sinnlos auf ein unschuldiges Klappmesser einprügle. Das ist relativ einfach erklärt. Netfos definiert das Einsatzgebiet der Manba-Reihe sehr weitläufig und universell, bewirbt das Messer als Campingmesser, als Survival-Messer, als Outdoor-Messer, Jagdmesser, Angelmesser, Schnitzmesser, Wandermesser, Sammlermesser. Ja, an solchen euphemistischen Aussagen muss ich Netfos messen lassen. Deshalb dieses Gehacke. Zum Werbeauftritt allgemein komme ich dann im Fazit nochmal. Da habe ich was Lustiges gefunden und ausgedruckt, zeige ich euch später. Bis jetzt ist übrigens alles okay. Keinerlei Klingenspiel. Der Liner-Lock sitzt ziemlich weit innen, aber bisher keine nennenswerten Probleme. Hier ein bisschen Gehacke. Nicht sonderlich zielgenau, das ist aber nebensächlich für diesen Test. Verbaut wurde ein D2-Stahl mit 62 HRC. Das ist mehr als die empfohlene Endhärte. Ich denke, dass hier 58 bis 60 HRC eher eine realistische Angabe sind. Zu hart wäre beim D2 auch nicht ideal, dann kann es zu Ausbrüchen an der Schneide kommen. Ich kann das allerdings auch nicht überprüfen mit diesen 62 HRC, also gilt erstmal im Zweifel für den Angeklagten. Die Klinge hat eine schwarze PVD-Beschichtung, passt zum taktikalen Look. Und so eine Beschichtung ist beim D2, der ja zu Rost neigt, vielleicht auch ein Vorteil. Beschichtete Klingen sind letztlich Geschmackssache. Klar kann man sich hier beim Finish gegenüber unbeschichteten Klingen als Hersteller ein wenig Arbeit sparen. Aber das machen mitunter auch bekanntere Hersteller. Also von meiner Seite alles im grünen Bereich. Klingenlänge beträgt hier 97 mm, effektive Schneide 89 mm, Klingenbreite 3,5 mm, komplett hochgezogener Flachschliff. Etwa 0,4 mm hinter der Schneidphase. Also damit kann man definitiv arbeiten, wie man sieht. Der Griffkomfort ist auch angenehm, wobei man dazu sagen muss, dass ich hier mit Handschuhen arbeite. Da wird der Eindruck ein bisschen verfälscht, deswegen gehe ich auf den Griff dann später nochmal extra ein. Hier sieht man, dass die Klingenbeschichtung das ganz gut weggesteckt hat. Ein paar kleine Spuren sind vorhanden, aber das ist wirklich kaum der Rede wert. Feinere Arbeiten sind auch ganz gut möglich, also hier Löckchen. Das funktioniert soweit tadellos. Ansonsten seht ihr gleich noch ein bisschen Paracord und eine Eisverpackung aus Kunststoff, die noch zerschnitten wird. Natürlich nehme ich meinen Müll mit, das seht ihr dann auch. Ja, ich würde sagen, ich lasse jetzt hier noch ein bisschen Musik drüber laufen und danach geht es direkt Tabletop weiter.
paar Infos zum Griff und ganz allgemein zum Messer bin ich euch noch schuldig. Die Grifflänge beträgt hier 12 cm, 10 cm davon sind greifbar. Griffvolumen hier im vorderen Bereich liegt bei 7 cm. Die Handlage ist tatsächlich ganz gut, also es sind hier wirklich alle Kanten schön abgerundet. Ja, diese Fingermulde, die muss man natürlich mögen, das zwingt einen schon in eine gewisse Griffposition, darüber sollte man sich klar sein. Hier ein längliches Lanyard Hole und dann haben wir einen Deep Carry Clip, also 1-2 mm fehlen, aber ich würde mal sagen, das ist noch Deep Carry. Trageposition, Tipp ab rechts. Ja, leider nicht ummontierbar und die Spannung könnte ja auch ein bisschen höher sein, also das ist schon ein bisschen wenig hier. Griffmaterial ist Micarta, die Farbe ist ein bisschen schwer definierbar, also irgendwas zwischen dunkelgrau und schwarz. Auf jeden Fall, die Qualität ist tatsächlich überraschend gut, also das ist hier schön fein strukturiert. Die Haptik ist auch gut. Die Kanten sind ja auch alle angefasst und gefällt mir wirklich ganz gut. Also das muss man positiv hervorheben. Der Micarta-Griff ist wirklich gelungen. Die ganze Optik ist soweit gelungen. Soweit. Also eine Sache gefällt mir nicht bei beiden Messern. Das ist dieser riesige Klingendurchbruch. Noch nicht mal so sehr, weil sich bei Outdoor-Aktivitäten irgendwie hier drin Dreck verfängt. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, aber ich finde ihn einfach optisch nicht so gelungen. Aber das ist Geschmackssache. Ja, es wäre vielleicht ein bisschen schöner gewesen, das Ding wegzulassen, aber nun gut, es ist wie es ist. Wir haben hier Kugellager, das merkt man natürlich. Also das Ding flippt ordentlich auf. Der Flipper-Tab funktioniert auch ganz gut. Und ja, man sieht, hier ist sogar so eine Art Chimping angedeutet. Das ist allerdings, ja, ein bisschen sehr klein, aber es funktioniert auch so. Also das ist nicht das Problem. Und die Kugellager sind eigentlich soweit auch ganz gut. Also es ist kein Freefaller, aber man braucht hier nur ganz wenig Mithilfe und dann klappt das Messer von alleine ein. Also man muss immer bedenken, das ist hier ein Budget Knife. Wir liegen hier unter 40 € und dafür kriegt man hier schon einiges geboten. Also da kann man gar nicht so viel Negatives sagen. Dann bei beiden ist der Klingenstand mittig. Das sieht man hier so ein bisschen schlecht. Hier ist er mittig und bei dem Messer aus dem Video ist er auch mittig. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe hier nichts weiter verändert. Es gibt hier kein Wackeln und kein Rattern, nicht auf und nicht ab. Also das ist okay. Also hat sich erstaunlich gut geschlagen. Wir können hier auch mal ganz kurz den Liner Lock vergleichen. Der ist ja hier bei dem Messer schon beim Spineback-Test so ein bisschen rübergewandert. Und hier sieht man es auch relativ deutlich. Also das sind etwa 1,5-2 mm, die der Liner Lock hier nach rechts gewandert ist. Sitzt jetzt wirklich auch sehr spät. Ich möchte mir das dann auch noch mal ein bisschen näher ansehen. Also ich denke, ich werde das Messer noch zerlegen. Hier wurde ein Tool mitgeliefert für die Achse, ein 8er Torx und für den Rest hier sind 6er Torx. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier irgendwo kontern muss. Ja, ich zerlege das Messer jetzt einfach mal. Wir werden sehen, was passiert. Ich fange im hinteren Bereich an, die Schrauben zu lösen. Die erste ging problemlos, bei der zweiten musste ich kontern, aber ganz allgemein geht das hier sehr einfach. Ja, es gibt hier auch keinen Schraubenkleber oder Loctite oder ähnliches, auch nicht bei der Achsschraube. Also zerlegen ist wirklich kein Problem. Hier ein Micarta Backspacer, das hat mir ganz gut gefallen. Und wir kommen zur ersten Auffälligkeit. Unter dem einen Kugellager ist so eine Art Unterlegscheibe, wenn man das dann so nennen möchte. Ein wirklich ganz, ganz windiges Blech, das ist genau dieses hier. Ja, auf der anderen Seite gibt es das nicht. Da frisst sich das Kugellager so ein bisschen in die PVD-Beschichtung. Ich habe keine Ahnung, ob diese Beilagscheibe vergessen wurde oder ob das einfach nur gemacht wurde, um den Klingenstand zu zentrieren. Hier sieht man auch, dass es keinerlei Cutouts gibt zur Gewichtsersparnis. Das Manba J wiegt 111 Gramm und das Messer, das es beim Giveaway zu gewinnen gibt, das Manba T, wiegt 116.
Die Verarbeitung ist insgesamt hier schon sehr, sehr budgetmäßig, aber ich denke, das geht gerade noch so in Ordnung. Ja, jetzt kommt was, da muss ich so ein bisschen schmunzeln. Netfos nennt diese Kugellager Profikugellager. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ein Profikugellager ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass die nicht so aussehen. Ja, Klappern gehört wohl irgendwie zum Handwerk. Hier die Axtschraube, die hat ein ganz, ganz minimales Spiel. Für mich ist das im grünen Bereich. Das habe ich auch schon bei teureren Messern gesehen. Das wird dann meist durch den Liner Lock reguliert. Und apropos Liner Lock, den wollte ich mir auch noch mal genauer anschauen. Also der hat ganz schön was abbekommen durchs Spineback und hier auch durchs Querpatronieren. Ja, man muss dazu sagen, ein Klappmesser ist nicht für sowas gebaut. Aber es ist vielleicht mal interessant zu sehen, wie es dann aussieht. Die Liner sind etwa 1,5 mm breit, also vielleicht auch nicht die allerstabilsten, aber stabil genug. Ich denke, für ein Budgetmesser ist das Innenleben auf jeden Fall in Ordnung. Zeit für ein Fazit und da möchte ich das Mannbajot gar nicht so hart kritisieren. Das Messer musste im Video einiges durchstehen und es hat meines Erachtens die Aufgaben insgesamt gut gelöst. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass hier so manch anderes Messer seine Probleme bekommen hätte. Und alle anderen Kritikpunkte habe ich im Video erwähnt. Für etwa 39 Euro geht das hier in Ordnung. Wir haben einen D2-Stahl. Der hat sehr, sehr vermutlich keine 62 HRC, sondern eher so 59 bis 60. Wir haben Micarta und das ist wirklich ein schönes Micarta, da kann man gar nichts sagen. Bei der Verarbeitung insgesamt ist Luft nach oben, das muss man einfach so sagen. Design und Optik sind wie immer Geschmackssache. Lieferumfang, Pappbox, dann dieses Messer-Etui in Carbon-Optik. Das ist so ein bisschen mehr Schein als Sein. Also das ist wirklich nichts Besonderes hier. Innen ist eine Gebrauchsanweisung, also da stehen Pflegetipps drin und so Zeug. Dann hier der 6er 8er Torx, ja, Pflegetuch. Hier das Manba T. Und ja, das Manba T ist ein Einhandöffner mit Verriegelung, also nicht 42A konform. Da wäre es natürlich schön gewesen, wenn dieses Messer-Etui dann auch absperrbar gewesen wäre. Aber wir haben hier nur einen Reißverschluss. Naja, andererseits denke ich mal, dass die meisten von uns so viele Messer-Etuis zu Hause haben, dass sich da auch irgendwas machen lässt. Ja, kommen wir zu den schönen Dingen, nämlich zum Giveaway. Das Manba T, also das hier, gibt es zu gewinnen. Teilnahme ist einfach. Ja, ich würde sagen, ihr schreibt mir einfach einen Kommentar, aus dem klar hervorgeht, dass Interesse an diesem Messer besteht. Das war es eigentlich. Die Teilnahmebedingungen sind wie immer in der Videobeschreibung und es wäre schon schön, wenn ihr die kurz durchlesen würdet. Da stehen schon wichtige Informationen drin. Ja, da stehen dann auch die Spezifikationen und zur Abmachung mit Netfos gehörte, dass ich einen allgemeinen Produktlink in die Videobeschreibung setze. Also kein Affiliate-Link, sondern wirklich nur ein ganz allgemeiner Produktlink. Mehr ist das nicht. Ja, ich denke, im Groben sind wir hier durch. Ich wollte euch noch was zeigen, und zwar zum lustigen Netfos-Marketing. Ich habe das mal ausgedruckt. Zu finden ist das auf der Amazon-Webseite. Ja, fast schon. Naja, ich lese es einfach mal vor. Das Manba oder die Manba-Reihe ist ein perfektes Geschenk, die beste Geschenkwahl für Männer und Frauen, und zwar zum Vatertag, zum Valentinstag, zum Geburtstag und für Weihnachten. Das ist eigentlich so schlecht, dass es schon wieder witzig ist. Ja, weniger ist vielleicht manchmal mehr, auch beim Marketing oder vielleicht auch besonders beim Marketing. Und vielleicht ist das auch ein Tipp für Netfos. Ja, ansonsten denke ich, war es das für heute. Denkt bitte an die Fanta-Flasche. Das mit der Versteigerung habe ich wirklich ernst gemeint. Wo die Spende dann hingehen soll, pinne ich in einem Kommentar an. Wäre wirklich schön, wenn ein paar Euro zusammenkämen. Ist für einen guten Zweck und da hilft, glaube ich, wirklich jeder Cent. Also ja, vielleicht kommt ein bisschen was zusammen. Wäre wirklich schön. Das war es dann wirklich. Für meine Verhältnisse war das heute wieder ein sehr langes Video. Ist eher selten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.